Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Core-Set-Spoiler-Alarm-Reihe vom Spielraum Wien. Mein Name ist Christopher Postel, bei mir sitzt der wundervolle Patrick Portegele. Servus. Und wir plaudern heute über die blauen Karten. Und beginnen wir gleich mit der ersten. Die Karte habe ich reingenommen, weil da gibt es wieder ein bisschen Story dazu zu erzählen, weil wir spielen ja ganzheitliches Magic. Oh mein Gott. Verstorbene Matrosin. Für ein Blau ist ein farbloses, ein Geistpirat, 2-2. Wenn die verstorbene Matrosin das Ziel eines Zauberspruchs wird, opfere sie. Die verstorbene Matrosin kann außer von Geistern nicht geblockt werden. Mhm. Und für ein blaues, drei farblos, eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kann in diesem Zug außer von Geistern nicht geblockt werden. Na, man muss mal hoffen, dass der Gegner keine Geister spielt, ne? Ja. Warum die Karte drin ist? Man denkt zurück an Ixalan, an die Karte Direfleet Daredevil, schaut sich das Artwork an, dann schaut man sich das Artwork hier an, dann merkt man, aha, die ist orbangelt. Ja? Also war halt doch irgendwie zu aggressiv. Zu aggressiv, ist orbangelt und jetzt ist es die verstorbene Matrosin. Finde ich sehr cool von der Storyline her. Okay, ja. Also es ist ja keine Story, aber es ist halt so. Wenn du die Artworks anschaust, ist auch vom selben Zeichner, Sultan Boros. Coole Sache, ja. Finde ich geil. Die Karte an sich finde ich okay. 2-2 unblockbar im OLS ist okay und dass du für meine andere Kreatur unblockbar machen kannst, ist die, auch okay. Die Problematik ist halt, dass sie eben diese Illusion-Fähigkeit hat, ist ein bisschen scheiße. Eben, dass sie, wenn sie getargetet wird, dass sie stirbt. Ja, aber bei einem 2-2er, ja. Ich meine natürlich, okay. Das Einzige, was jetzt auch killen sind, aber sie nicht killen will, ein Ziel als Zauberspruch, ist nicht mal eine Fähigkeit. Nein, nein. Du kannst sie nicht mit dem 1-1er Goblin töten, der zum Opfern. Nein. Ansonsten, ja, ich glaube nicht, dass sie gut genug ist für Modern, für Spirit Deck, obwohl ein Geist immer unblockable machen wäre halt cool. Ja, aber deine Geister haben ja eher alle fliegende Evasion. Ich meine, was willst du noch? Ja, aber Geist auf Saint Draft, meine ich. Ach so. Der fliegt nicht. Der aber fliegt ansonsten, nicht. Ja, war nur eine kurze Story dazu, damit wir uns ein bisschen einfügen in die Edition und den ganzen Scheiß, der jetzt kommt, da durchdrücken können. Zum Beispiel Jean der Wünsche. Was hast du denn Jean der Wünsche? Der ist 5 Mana, 4-4 fliegend. Ja, also 2. Kann ich zu schreiben. 2 blau, 3 farblos, 4-4 fliegend. Und es gibt ja 3 Wünsche. Der Jean der Wünsche kommt mit 3 Wunschmarken ins Spiel. Für 2 blaue, 2 farblose entferne eine Wunschmarke vom Jean der Wünsche. Zeige die oberste Karte deiner Bibliothek offen vor. Du kannst die Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls du dies nicht tust, schicke sie ins Exil. Jetzt stell dir vor, du revealst dafür 4 Mana die 10 Mana-Karte und spielst sie gratis. Ja, für 9 Mana kann ich dann ja auch schon selber casten, oder? Na, kostet 5 Mana und dann zahlst du noch einmal 4 Mana. Dann kannst du es gleich. Aber auf 2 Turns, du Heisel. Ja, das ist der Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist halt ein Reprint. Ich meine. Ich find das Flavor super cool von der Karte. Das ist wirklich ein geiles Flavor. Auch wirklich. Die Artwork mit den 3 Artwork Kugeln in der Hand. Auch und so. Fein aus. Alles. Aber ist halt schlecht. Sorry. So. Technokin. Ja, den habe ich eingenommen. Cool. Patrick, der alte Raver. Technoschmied, Wunderkind für ein blaues Mensch, Handwerk ist 1-2, super gekostet. Das Technoschmied, Wunderkind erhält +1/+0, solange du ein Artefakt kontrollierst. Gute Karte. Ja, die Frage ist, ob das eine Alternative wäre zum Toolcraft-Exemplar, weil das stirbt nicht am Chainwailer, weil er einen 2er hintern hat. Und ist dann auch 2, ich bin nur 2 vorne, aber ist halt auch ein 1. Ja, aber der Toolcraft kann halt viel besser pressuren. Außerdem, du brauchst so, was willst du sonst noch in Blau dazu spielen? Ja, weiß nicht. Aber ja. Weißt du gerade mal, hey, man muss ein bisschen fantasievoll sein. Außerdem, die Farb, also du kannst dir Farben erlauben, grundsätzlich, weil du ja Artefakt bist und dann ist der Rest, du hast Bomot-Kurier, wenn du ihn spielst, du hast das Scrap Heap Harbor, wenn du ihn spielst, dann hast du Artefakt. Vehicle ist. Ja, ja, ist ja und klar. Und da kannst du, welche Farbe du dazu nimmst. Nice, die Karte ist ja cool. Ich sag nicht, dass sie nicht cool ist. Ich glaube halt nicht, dass sie vergleichbar ist, weil der Toolcraft-Exemplar halt so aggressiv gekostet ist. Ja. Der halt wirklich extrem schnell sein kann. Natürlich, er macht schon mehr Pressure, aber er stirbt halt auch mit einem bisschen schneller. Ist eine coole Karte. Und wenn es die Karte in Kaladesh damals gegeben hätte, hätte die sicher einen Impact gehabt. Meine Meinung. Was sagst du? Wahrscheinlich. Deswegen habe ich es reingenommen. Ha. Dann gibt es die modifizierte Metamorphose für ein blaues, ein farbloses. Das ist eine Verzauberung Aura, verzaubert eine Kreatur. Sowie die modifizierte Metamorphose im Spiel kommt, bestimme eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur ist eine Kopie der bestimmten Kreatur. Mhm.
Das ist wie ein Phantasmal Image. Nur, dass du Kreatur brauchst, ist ein bisschen blöd. Nur, dass ein Viech da liegt, ja. Ja. Jo. Solche Karten schaffen es ab und zu oft in der Sideboard. Ab und zu oft? Na, ab und zu immer wieder eines Tages. Vielleicht. Wenn die Sonne richtig im Zenit steht. Wenn du einen Gin-Wunsch offen hast. Verstehe, dann passiert das. Ja, ich meine, die Frage ist, was du kopieren willst. Das ist immer die Frage, wenn es was gibt, was gut genug ist. Nicole Bolas will ich kopieren. Nein, da kommt dann nicht ins Spiel. Nein, was will ich kopieren? Ja. Keine Ahnung. Dich. Dann habe ich einen links, einen rechts. Ich bin gut genug, hä? Der Ur ist super. Er sagt dann, ja, diese Zahlen und diese da. Und dann sagt, na, diese da, da, da. Urleihwand. Zwei Robotics neben mir. So. Was ist mit dir? Ich spüre ein bisschen, ich spüre Hass. Ich fühle mich nicht appreciated. Ich bin doch open-minded as fuck. Ich appreciate jeden. Ja, du bist. Joi. Als nächstes gibt es eine Karte. Das ist eine coole Karte. Ja. Und zwar der Nebelrufer. Hallo, Nebel. Nebel. Für ein blaues 1-1. Er ist noch immer vor 8 Uhr, holt mich hier bitte raus. Mehr Volkszauber. Opfer der Nebelrufer, was ruft denn der Nebelrufer eigentlich? Nebel. jetzt ernsthaft. Opfer den Nebelrufer. Falls bis zum Ende des Zuges eine Nicht-Spielstein-Kreatur ins Spiel kommen würde und sie nicht gewirkt wurde, schicke sie stattdessen ins Exil. Ja. Das ist eine coole Karte, eine richtig coole Karte. Finde ich auch sehr fein, weil es ein Einser-Drop für das Mehrvolk-Deck ist. Ein zusätzlicher Einser-Drop, weil es gab ja bis dato nur den Grünen, der sagt, Bratte, wenn andere Mehrvolk ist, größer. Bin ich größer. Und der ist, sagt, na, Bratte, ich komme auch dazu. Ich komme auch dazu. Ja, also die Fähigkeit ist cool, aber die Fähigkeit ist halt ein bisschen problematisch auch, nicht wahr? Ja. Also wenn wir jetzt auf der Fähigkeit ausgehen, für ein Mann 1-1 Mehrvolk, der halt den Tribe schneller macht, ist natürlich allein schon fein, ja. Es ist halt, ich habe im Internet gelesen, ja, wird ein bisschen mit Containment Priest verglichen. Finde ich gewagt. Hinkt aber, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Hinkt aber. Nein, da gibt es diesen Zauberspruch Moon irgendwas, oder? Ich weiß nicht. Beim weißen Instant gibt es, der das auch macht. Für ein weißes, ein farblos und, genau. Und der cycelt sich selber noch. Das kann sein, dass er ja. Aber das ist auch eine. Das ist. Ist halt schlecht, auch bis zum Ende des Zuges. Genau, ja. Und das ist halt nicht bis zum Ende des Zuges. Das ist halt einmal. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass diese Karte Potenzial hat, weil es halt auch ein 1-1er für 1 ist. Genau, es countet halt Collected Company. Zum Beispiel. Vollkommen. Das ist halt natürlich schon ziemlich lästig, ja. Das ist. Puh, das kann ein bisschen. Weil er macht sein 4 Mana, er muss die Kreatur nicht, nicht ins Spiel bringen, weil er kann sagen, okay, sie würden eh nicht kommen, sondern ins Exil schicken. Aber er hat halt 4 Mana ausgegeben für nichts. Nix, ja. Und das ist halt schon leibend. Ansonsten, so Aetherweil oder so, ja, die aktiviert er. Ich aktiviere den, er sagt, ja, weißt du was, ich gebe der Oliver doch nichts ins Spiel. Ja, kommt drauf an, was halt rein und raus. Er kann ja nichts, weißt du? Ja, ich muss ja machen, bevor er die Kreatur ins Spiel bringt, und dann kann er sich entscheiden, nichts mit Aetherweil ins Spiel zu bringen. Ja, das ist halt ziemlich ranzig. Ja, das ist halt ein Problem. Ha! Naja, schwierig. Ja. Schwierig, aber coole Karte. Geiles Artwork, finde ich ein sehr geiles Artwork. Schaut sich cool aus, ja. Nebel. Nächste Karte. Trottel. Mystischer Archäologe, das bist du. Archäologe. Für ein blaues, ein farbloses. Mensch, Zauberer. 2-1. Für zwei blaue, drei farblose. Ziehe zwei Karten. Hat es nicht sowas Ähnliches schon mal gegeben? Der Archäologe. Karten. Das finde ich relativ cool. Das Artwork finde ich relativ cool. Das Artwork finde ich Maler, echt hässlich. Finde ich okay. Das finde ich auch gut. Aber das hat es doch schon mal gegeben. Anna, das war mit Tappen, oder? Das war eine 1-1er mit... Die meisten Tappen, die sowas sind. Aber ja. Auf der anderen Seite, wenn du 5 Mana ausgibst, wirst du eh nicht öfters einmal im Bezug machen. Es ist... Wenn du 5 Mana ausgibst, kannst du schon fast 3 Karten ziehen. Was man sagen muss, es ist natürlich, wenn... Also es gibt ja in die Kontrolllisten, die schwarz spielen jetzt alle den... Wer ist der Menace hat, Typ 2-1, Menace, der mit der Energy die richtige Karten ziehen lässt? Ja, ja, Clint Leaf Siphoner. Genau. Und wenn du nicht schwarz bist, kannst du dir überlegen, den zu spielen, einfach weil er dir auch Karten zieht und solange du nicht angriffst damit, hast du einen End-of-Karten-Draw am Aber ich glaube halt, dass wenn du das Control-Deck bist, spielst du eh relativ wenige Kreaturen und dann turnst du einfach nur Removal mit dem Trottel an. Oder ja. Mit der Trottelline oder aber was auch immer. Nein, du spielst fürs Miro aus dem Sideboard. Ich spiele nicht Mendic. Nein, in Mendic
Aber wenn Mira, wo man beide Removal reduzieren ohne Ende, ja, kann lege ich den dann und schaue meinen Gegner. Ich lege ihn halt nicht zu einem 2 aus, ja, weil ich will halt ultra aggressiv sein, aber ich kann ihn halt zu einem 4 legen, will dann jetzt countern mit seinem Divination, nicht Divination, Dissolve. Mhm. Bitte, counter den gegen den Dissolve, dann kann ich deinen 5 von der Teferi resolven. Oder du resolvest und dann ziehe ich ab Turn 5 jeden Turn 2 Karten am Ende deines Zuges. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ja, es ist eine Möglichkeit. Ich verstehe den Sinn dahinter. Ich appreciate deinen Gedankengang. Deinen Gedankengang, aber ich glaube es nicht. Danke für eine Karte. Die wird den Standard, weiß nicht gespielt. Wahrscheinlich nicht. Niemals. Wieso im letzten Standard ist auch gespielt worden, wo es geprintet worden ist? Wirklich? Na, das Omniscience Trackfire irgendwas, das Orga-Deck. Ah ja, mich verdrängt. Allwissenheit, Omniscience. 3 blaue, 7 farblose Verzauberungen. Du kannst Zauberkarten aus deiner Hand wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Sehr fein, wenn du bis dahin kommst. Wenn du 10 Mana hast, ist leibend. Ich meine, es gibt diese Powerstone-Shards. Wenn du die Turn 1, also wenn du Turn 3, Turn 4 und Turn 5 jeweils den Powerstone-Shard legst, machen die dann schon zusammen genug Mana. Weil die machen dann 3 Mana, jedes machen 9 Mana, jetzt brauchst du noch das Blaue. Also mit 2 Powerstone-Shards machen die dann 4 Mana. Ja, also das ist schon cool. Also kannst du schon rausforsten. Vielleicht gibt es eine coole Möglichkeit, was zu machen. Würde mich freuen, ich mag solche Decks, die so crazy sind. Crazy. Dann, 1 mit der Maschine. Für ein blaues, 3 farblos, eine Hexerei. Ziehe eine Anzahl Karten in Höhe der höchsten umgewandelten Mana-Kosten unter den Artefakten, die du kontrollierst. Da kannst theoretisch viel ziehen, aber das ist halt sehr situativ. Ja, wenn du schaffst, das Metalwork Colossus Deck wieder auszugraben, kannst du mit dem sehr viel Mana ziehen. Dann ziehst du ziemlich viele Karten. Ja. Ist halt eine coole Karte. Ist halt. Braucht halt ein Drumherum. Genau, und es kostet halt auch 4 Mana. Und ist eine Hexerei, also es ist schon schwierig auch zum Aktivieren sozusagen. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nope. Geduldiger Wiederaufbau. Das war das immer wieder auf Armageddon. Ja. Für 2 blaue. Artwork, ja, das ist ein geiles Artwork. Für 2 blaue, 3 farblose, eine Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments legt ein Gegner deiner Wahl die obersten 3 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Dann ziehst du für jedes Land, das auf diese Weise auf jeden Friedhof gelegt wurde, eine Karte. Mhm. Bin ein großer Freund von Mildecks, aber ich glaube, für 5 Mana ist das zu teuer. Das passiert, weißt du spielst es halt Turn 5 oder sagen wir, du schaffst es irgendwie Turn 4, dann Turn 5 mildert am ersten Mal 3 Karten, das ist oft zu langsam und zu wenig. Das ist eine Karte. Die Frage ist halt, ob du das Dedicated Mildeck bist oder ob das halt irgendwie eine Draw Engine für dich ist. Ja, aber wenn ich eine Draw Engine habe, dann schaue ich mal, dass ich die irgendwie früher an Bord kriege, oder? Schau, wenn es nicht momentan so viele gute Sachen für Control eigentlich geben würde, würde ich sagen, das könnte man auch im Control Mirror boarden. Das, ja. Weil dann mille ich meinen Gegner aus, es ist ein Pflicht-Counter für ihn, er muss es countern, wenn er es nicht countert, gewinnt. Ja, weil er halt nicht, naja, John Cast Out und Dixel ins Bein und so Stuff. Er hat Cast Out vielleicht 3 Stück. Und ja, vielleicht die Bindings aus dem Sideboard gibt es immer wieder. Ja, aber trotzdem, es fordert halt eine Antwort von ihm. Ja. Es ist halt, ein Threat. Für den Controller ist es ein Threat. Das ist besser, wenn wir wählen wollen. Ja. Psychische Korrosion ist auch ein geiles Artwork. Für ein blaues, 2 farblos, eine Verzauberung. Immer wenn du eine Karte ziehst, legt jeder Gegner die obersten 2 Karten seiner Republik auf seinen Friedhof. Mhm. Kennen wir auch von Sphinx Tutelage, aber der hat 3 gemildert. Zwingst du dir schon 3 gemeldet jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst. Dann hast du aber die Karte ziehen können, weil genau. Du die Karte. Ja, ich finde die Korrosion halt richtig cool, weil es halt, wenn du jetzt ein Mildeck sein möchtest, und du kannst natürlich immer wie, also Mild ist immer Fringe Playable, wie du so schön sagst, ja, ist das sicher eine der besseren Karten dafür. Ja, voll. Mag ich auch, finde ich cool. Ist auch für Limited absurd, wenn du 2 von den Dingen pickst und einfach. Ja, vor allem es ist Ankommen. Viecher mit fetten Defense und noch 1-2 Mil-Karten, ja, hurra. Schildkröten-Defense. Groden. Der nächste ist, der ist so ein gespritzter Hund. Sei Meister-Top-Terrorist. Was heißt denn? Ja, ich habe mein Baguette gegessen. Steht wie ein Franzose. Ja, stimmt. Ein blaues, 2 farblose. Legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, 1-4. Sind gute Stats, Defensive.
Immer wenn du einen Artefaktzauber wirkst, erzeuge einen 1-1 farblosen Top der Artefaktkreaturen Spielstein mit Flugfähigkeit. Mhm. Und für ein blaues, ein farbloses, opfere zwei Artefakte, ziehe eine Karte. Ja. Ich finde die Static Ability sehr fein eigentlich. Ja, und wenn du ein Artefakt gespielt hast, kriegst du ein zweites dazu. Das heißt, du kannst sofort beide wieder opfern, um eine Karte zu ziehen. Aber zwei Feeds, also zwei Sachen weggeben für eine Karte, finde ich jetzt schon eigentlich schwierig. Aber eine davon kriegst du ja von ihm. Das heißt, theoretisch ist es ein Nullsummenspiel. Bis auf das, dass er sich Mana kostet, ja, ziemlich sicher. Ja, ich glaube, dass das gut ist, aber ich glaube eher, er ist eher gut wegen der Static Ability. Ich glaube, dass die das Kartenziehen ab und zu im Notfall, in Notfallsituationen wichtig sein könnte. Okay. Ich glaube, dass die Static Ability das ist, warum ich spielen will. Okay. Gerade wenn du, das ist halt ein Commander, der heftig ist. Wenn wir jetzt commandertechnisch denken. Ja, sicher, weil Boom du halt und Artefakt, null Mana, Artefakt, null Mana, null Mana, Boom, Mana-Stein, Mana-Stein, und dann drei habe ich schon vier Doppel da und greift das schon ins Gesicht. Coole Karte. Ja. Schaut gespritzt ohne Ende aus. Ja, also das Artwork, der Typ, mit dem werde ich nicht warm, ja. Weiß nicht. Weiter geht's. Versierter Animateur. Mensch Handwerker für ein blaues, zwei farblose, 1-3. Wenn der versierte Animateur ins Spiel kommt, wird ein Artefakt deiner Wahl, das du kontrollierst, eine Artefaktkreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 5-5, solange der versierte Animateur im Spiel ist. Erinnert mich an die Schere. Ja, aber die Schere hat 2 Mana gekostet. Die Schere hat 2 Mana gekostet und ist halt schwerer gestorben. Ja. Die Schere war leibend, oder? Ja, natürlich. Aber das ist halt auch gut. Du hast da einen Körper drauf auf deiner Schere. Es ist 1-3, das heißt, es blockt was, es stirbt dich an jedem Scheiß. Ja. Also es ist okay. Ich finde es auch okay. Also gerade für Limited finde ich es gut. In Standard, ich weiß nicht, ich glaube halt, dass wir einfach verwöhnt sind von diesen, von Kaladesh, weil wir so overpowered Artefakte hatten. Und alles rundherum. Wir haben es noch immer, ja. Aber die Frage ist halt, ob du welches Artefakt. Du hast kein indestructible Artefakt momentan, was du halt. Nein, genau. Nein, du hast keine Dark Steel City drin. Eben. Und das hat halt das Scherendeck schon ausgemacht. Ja, das war ziemlich absurd. Ja. Dann gibt es einen guten Menschen. Nein, Geist. Der Phantomherrscher für ein blaues, ein farbloses 1-3. Fliegend. Andere Geister, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Da. Weißt du, wer das Spiel wird? Ich. Überraschend eigentlich. Überraschung, weil du hast, das Gute ist, du hast jetzt einen 2-Mana-Lord und du hast einen 3-Mana-Lord. Ja. Das macht A, deine Phantasmal Images besser. Theoretisch. Die brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Weil wenn du wahrscheinlich, 8 Lords spielen kannst, wie gierig willst du sein? Ja, du könntest 10 Lords spielen und dafür. Aber das Coole im Spirit Deck ist halt nicht halt wie mehr Volk, die halt dich einfach haut drauf, sondern du hast halt ur viel Utility. Mhm. Ich finde den sehr geil. Der wird sicher Play sehen im Modern. Ja. Der macht den Mausoleum Wanderer besser. Mausoleum Wanderer kann besser countern. Der Gegner muss um das herumspielen. Dein Geist ist 3-3. Du kannst halt Mausoleum Wanderer into den und du spielst schon mit einem 3-3er Geist. Der 3-3er Geist kommt schon ins Spiel, was auch gut ist. Und du legst einen Rockskull Captain Herz, dann 4-4er Geist. Ja, I love it. You love it? Yes. Ja, sieht gut aus. Aber ich glaube, für das Deck ist richtig gut. Ja. Dann kommt das Wellenross, das nächste Ross. Das ist nämlich ein Pferdfisch, ein Fischpferd für 2 blaue. Eigentlich ein Schildkröten. 0-5. Was sag ich da? Das Wellenross kann von grünen Kreaturen nicht geblockt werden. Ja, es wird nicht so oft angreifen. Ne? Ja, das kann schon was. Ich weiß. Immer wenn das Wellenross seinem Gegner Schaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Falls du dies tust, wirf eine Karte ab. Und für einen blassen Fabulous, das Wellenross erhält +2/-2 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Ist halt auch ein 2-3er eigentlich, wenn er angreift. Ja. Oder vielleicht sogar ein 4-1er, wenn du mutig bist. Ein 4-1er, wenn du halt Damage forcen willst. Ja. Gegen das grüne Deck kannst du es halt. Ja, ja, fest die halt mit dem Wellenross. Ja. Geile Karte. Die Pferde sind alle cool. Ist auch ein sehr schönes Artwork. Vor allem mit Doppelblau ist er halt so, dass er so früh kommt, dass er vom grünen Deck wirklich viel blocken kann noch. Mhm, voll. Mit und 0,5 blockt halt wirklich viel. Ah. Wer blockt doch, diesen Steel Leaf Champion, was ist der? Der ist 5-4, ja, den blockt er leider nicht. Aber da kann er sich wenigstens aufblasen und sagen, und jetzt nehme ich dich mit, jetzt in den, ich dich mit ins Wasser. Ja. Das saufte. Ja, säufe dich.
Jetzt kommt einer der hässlichsten Planeswalker. Das ist so schier. Was hast du denn gemacht? Das ist echt ein hässliches Artwork. Der ist halt halb Maschine. Das ist Robocop, nicht Robocop, Terminator. Tesseract, meisterhafter Handwerker. Für 2 blaue, 3 farblose. Mit 5 Loyalty-Counter kommt er rein. Plus 1, erzeuge einen 1-1 farblosen Top-Artefakt-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Ist gut. 0, okay. Ziehe eine Karte. Falls du 3 oder mehr Artefakte kontrollierst, ziehst du stattdessen 2 Karten. Das ist gut. Das kann schon richtig gut sein, oder? Und minus 9, du erhältst ein Emblem mit Durchsuche deine Republik. Durchsuche zu Beginn, danke, deines Endsegments deiner Bibliothek nach einer bleibenden Karte, bringe sie ins Spiel und mache danach mische danach deine Bibliothek. Ist zu früh. Ja, alles okay. Also, 5 Loyalty-Marken sind schon sehr gut. Ja, für 5 Mana ist das fair. Ein Doppter holen ist auch okay. Vor allem der fliegt, das ist fair, weil er kann alles blocken in Wirklichkeit. Die Null-Ability ist, glaube ich, die interessant Sieke. Ist, weil du einfach 2 Karten ziehst. Wenn du für 5 Mana 2 Karten ziehst, ist es zu wenig. Aber wenn du nächste Runde nochmal 2 Karten ziehst, dann hast du für 5 Mana 4 Karten gezogen. Das ist schon sehr, sehr gut. Und der Gegner hat halt was, um was er sich kümmern muss. Weil er kann den, wenn er dich nicht aktiv schnell killen kann, kann er den halt nicht liegen lassen. Weil er drängt den Gegner in ein Card Advantage. Ja, ja. Du brauchst gar nicht zur minus 9 Ability kommen. Ich meine, wenn es hinkommt, ist es eh live. Und, ja. Aber mit der Null-Ability jede Runde 2 Karten ziehen, das ist halt schon wirklich sehr stark. Das Witzige ist, die minus 9 Ability kann ich ja sofort machen, wenn ich auf 9 bin, weil das Erste, was ich mache, ich suche mir nochmal ihn, weil es ist eine bleibende Karte, das ist vollkommen wurscht. Es ist kein Artefakt, weil das wäre dann halt echt beschränkend, aber so. Nice. Tesseract opfert sich für Tesseract, alles Leiwand, habe ich ein Emblem, ziehe ich wieder 2 Karten. Leiwand, hole ich ein Gearhulk, Leiwand. Bist tot, ist auch gut. Ist alles fein. Der Tesla ist schon richtig fein, ja. Jetzt kommt zum Abschluss noch ein Gatsch. Und zwar die letzte Karte in Blau. Die windvertraute Sphinx für 2 blaue, 5 farblose, eine Sphinx. Die fliegt, ist 3-7. Immer wenn eine Kreatur mit Flugfähigkeit angreift, kannst du eine Karte ziehen. Wäre ja eigentlich eine coole Ability, aber für 7 Mana ist das leider ein Schaß. Das ist ja auch ein Reprint. Die ist damals schon nicht gespielt worden. Dein Kopf ist so voll mit albernen Sorgen. Den Rest lese ich nicht, der passt nicht so gut. Aber das finde ich jetzt sehr passend. Stell dir vor, du spielst das Fliegerdeck. Doch, die Kuschen. Ja, okay, 7 Mann ist zu viel. Ich gebe dir echt. Danke. Mit diesen weisen Worten beschließen wir den heutigen Teil unseres Spoiler-Namen-Serie, Patrick. Danke für deine weisen Worte. Immer. Danke für dein leises Flüstern. Um den Flavortext weiterzugeben. Euch danke fürs Zuschauen, dass ihr diese Brise mit euch trägt. Ich werde es immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter und uns natürlich im Shop im Spielraum wieder treffen. Und das Glockensymbol klicken. Das Glockensymbol klicken. Beim Patrick ist das Glockensymbol, das die ganze Zeit durchgehen. Ding, ding, ding. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Spoiler-Alarm oder ansonsten auch nicht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, Ba. Alter, das saft auch heimlich. Heute ist lustig, heute macht es mir richtig Spaß. Ja, ich glaube auch. Diese frühe Uhrzeit, das liegt ja, oder wie? Ja, voll. Ich hasse es.